Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder iPodler und heute gibt es ein Case-Review für das iPad Mini. Viel Spaß im Video! Ja, und wie bereits gesagt, es gibt heute ein Case-Review für das iPad Mini. Und zwar von diesem schicken Case hier, das ist ein Folio-Case für das iPad Mini. Und zwar ist das Ganze von Tucano, das ist eine italienische Marke. Ja, ein paar grundlegende Sachen über das Case. Es hat Sleep-and-Wake-Funktion, Stand-Funktion und man kann es auch zum Tippen hinlegen. Ja, dann installieren wir das Ganze gleich mal. Ganz einfach, da drin ist dann noch so ein Dummy. Müsst ihr einfach nur raustun und dann könnt ihr auch einfach euer iPad Mini hier so bei der Lasche so hier reintun. Hier leicht anheben, damit es wirklich reingeht. Und Lasche hinten wieder durchziehen. Wenn es installiert ist, schaut es dann so aus. Ja, dann kommen wir mal zu den Aussparungen. Ja, die Kamera ist perfekt ausgespart. Vielleicht denkt ihr jetzt auf den ersten Blick, wiss, die ist ziemlich schlecht ausgespart. Nein, wie ihr seht zum Beispiel hier, dieser Tab hier ist ja auch so schief gemacht und so. Also das Ganze hier ist beabsichtigt. Ich habe noch extra nochmal nachgefragt. Das Mikro, hoffentlich man sieht es jetzt einigermaßen, ja, ist perfekt ausgespart, keine Probleme. Der Kopfhörereingang ist auch gut ausgespart, nur mit manchen Kopfhörern hat man Probleme. Hier der Lightning-Anschluss ist auch, also es sieht aus, als würde es nicht mehr gehen, geht aber noch, keine Sorge. Also der ist gut ausgespart und wie ihr seht sogar die Lautsprecher sind ausgespart. Hier sehen wir dann hier nochmal für das Apple iPad Mini und dann hier nochmal den Tucano Schriftzug. Hier haben wir dann noch die Aussparungen für den Switch und für die Lautstärke-Tasten. Ja, wie bereits gesagt, das hat Sleep-and-Wake-Funktion. Ja, also wie beim Smart Cover, ihr öffnet es und es geht an, ihr schließt es und es geht aus. Noch eine kleine Sache vorne, haben wir dann hier noch das Tucano-Logo und das Ganze ist aus Kunstleder. Ja, das hier drin ist somit so Mikrofaser. Das heißt, wenn ihr das zu habt, reinigt es auch noch gleichzeitig euer Display. Es sieht immer sauber aus und es ist doch sauber. Hier vorne ist auch der Home-Button perfekt ausgespart, genau in der Mitte. Kamera auch. Nicht ganz perfekt, wie ihr sehen könnt, aber macht nichts aus, wenn man Videos machen will oder so, oder Fotos. Ja, wie gesagt, das Ganze hat eine Stand-Funktion, dafür braucht ihr dann diesen Tab hier. Und zwar macht ihr das einfach so auf, knickt das hier dann und tut das dann hinten, den Tab so anheben und dann hier so einfach drüber. Das hält dann per Magnet. Ihr könnt es hier so zum Filme anschauen verwenden. Und wenn ihr es so nimmt, könnt ihr es auch zum Tippen verwenden. Ja, an sich ist es ein gutes Case. Das kostet 29,99. Ich werde schauen, dass ich nochmal einen Link zu Amazon finde. Dann werde ich den unten in die Beschreibung reinschmeißen. Kaufempfehlung auf jeden Fall. Ich meine, für 29,99 ein super Case. Aus Kunstleder mit Sleep-and-Wake-Funktion, Stand-Funktion, allem drum und dran, ist doch wirklich eine tolle Sache. Ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben. Abonnieren war noch nie schlecht. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!